als wir ans Ufer kamen, und als wir ans Ufer kamen und saßen noch lang im Kahn, da war es, dass wir den Himmel am schönsten im Wasser sahen. Und durch den Birnbaum flogen, und durch den Birnbaum flogen, Haffischlein, das Flugzeug schwamm. Quer durch den See und zerschellte, zerschellte, dachte am Weidenstamm, am Weidenstamm. Was? Wird bloß aus unseren Träumen, was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die Wunden wollen nicht zugehen, nicht zugehen unter dem Dreckverband. Und was mit unseren Freunden, und was mit unseren Freunden, und was noch aus dir, aus mir? Ich möchte am liebsten weg sein, weg sein, und bleibe am liebsten am liebsten weg sein, und bleibe am liebsten. Was man alles denkt beim Singen. Ich dachte eben daran, wie ich dieselbe Lied vor 13 Jahren in Köln sang und war noch Bürger der DDR, noch nicht ausgebürgert. Sie haben mich ja erst 2 Tage nach dem Konzert ausgebürgert, damit es so aussehen sollte, als läge es am Konzert. Dabei war schon klar, als ich losfuhr, ich hätte auch endlich ein kleines Kinderlein singen können. Hätten Sie mich auch ausgebürgert. Haben Sie ein Politbüro beschlossen? Mit 2 Stimmen Mehrheit. Ehrlich und ehrlich. Ja, ich hab's später erfahren. Natürlich sickert sowas durch. Ja, ich hätte hinter den kleinen Kink allein singen können. Das hätte mir auch nichts genützt. Denn es war sowieso beschlossen. Wobei ich zugeben muss, hinter den kleinen Kink allein ist auch ein ziemlich politisches Lied, wenn man es richtig missversteht. Hinter den kleinen Kink allein, getrennt vom Kollektiv, in die weite Welt, was will der denn in der weiten Welt? Ist es nicht schön in der Deutschen Demokratischen Republik? Die Antwort habe ich übrigens mal offiziell gehört in einer Versammlung. Sollte einer antworten von den Funktionären. Warum darf man nicht reisen? Da wollte keiner antworten. Auf dem Podium wankten die Köpfe hin und her. Wer beantwortet diese komplizierte Frage? Und dann hat sich einer aufgerafft, ein Oberidiot, stellte sich hin, guckte lange ernst und pädagogisch in die Menge und sagte, alle warten jetzt schon mit bösen Neugier. Na, was sagst du denn? Er sagte wirklich, wieso? Gefällt es Ihnen nicht in der Deutschen Demokratischen Republik? Und dann setzte er sich wieder hin und das war's, ja. Ja, mit solchen Antworten treibt man eben das Volk weg. Das ist klar. Also.